Als Kirsch. Moment, ich kann da nochmal das Bild ein bisschen verschieben. So. So sieht's besser aus. Ja, das finde ich auch. Okay. So, und dann gehen wir mal wieder zurück auf die Bräunungsinsel. Ja, genau. Was haben wir hier nochmal gemacht? Achso, wir haben so eine komischen Statuen gehabt. Ich muss wieder meine Google Skills rausbringen, ne? Google Skills! Oh! Piu! Ja. Piu! Achso, nee, hier waren wir schon dran. Geocache. Was ich find's immer noch so unlogisch. Bla bla bla. Haare als Peitsche. Gar nicht wenigstens, wenigstens sind es die auf dem Kopf. Ja. Ah, warte mal, wie ging denn nochmal der... Ah, so war der Hut. Ist das Welt 3 oder... Das ist Welt 3. Das merke ich schon. An den Amazönchen oder was? Apropos, nee, bestellt auf Amazon, Link in der Beschreibung. Nein. Nee, aber es wurde ja oft erzählt, dass Welt 3 ein bisschen freizügiger Wege ist. Ja, wie zum Beispiel diese... Ah! Mit den Schwertern da, die sind voll freizügig. Oder nee. Sie hier, die ist voll freizügig. Das war sie schon immer. Ja, ich weiß. Sie ist immer auch immer so genervt. Nee. Sollst du selber mal was machen? Manipuliert. Sie ist manipuliert. Dieser Beweis war doch manipuliert! Ja, genau. Ich hab's gefeiert, als Marc es gesagt hat. Und als ich es gesagt habe, jeder so, ja, manipuliert. Das war so einer meiner, das war eine meiner künstlerischen Freiheiten in der Folge. Ja. Ja, okay, Fanservice. Also Fanservice. Also ich hab, also genauso wie ein anderer Witz, den ich gebracht habe, den sogar jemand mitbekommen hat. Als Maya nämlich davon erzählt, dass die Familie Faye große Kräfte hat. Ist dir da eine Stelle merkwürdig aufgefallen? Nein, ehrlich gesagt nicht. Na, da war sowas hier, Phoenix fragt so, hat deine Schwester etwa auch? Ja, ihre waren so groß, die sind nicht mehr von dieser Welt gewesen. Oha! Reden wir immer noch von ihren Kräften? Das kommt im Original nicht vor. Oh, ja, ich war da irgendwie so richtig vertieft in der Geschichte, dass ich sowas einfach gar nicht geachtet habe, also die... Wenn ich in Anime schaue, dann kann mich keiner unterbrechen. Oh Mann. So, wo ist denn jetzt eigentlich, wo müssen wir denn hin eigentlich? Ich weiß, ich habe mal irgendwo gecheatet, nachgeschlagen, dass man hier irgendwo eine von diesen komischen Statuen noch finden kann, mit den Mumienfragmenten oder was das da waren. Genau. 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 Ja, das ist richtig, Günther. Günther, ja. Günther. Günther. Und Olaf und Bob. Hui. Günther, Olaf, Bob, Jeff, Kevin. Wer sind Bob, Jeff und Kevin? Auch irgendwie solche Namen, die einfach so gut reinpassen. Und was ist das da? Also was war erstens mal das laute Geräusch? Das war ein Moped oder sowas. Und ich mach mal mein Fenster zu, damit das nicht Dauerzustand wird hier. Ich wohne ja in so einer Hauptverkehrsstraße und das will ich ja niemandem antun, ne? Ja. So. Hauptsache man hat im Hintergrund einfach so ein Mensch durchgehen lassen, sehen bei der Tür. Ach so? Ja. Ich glaube, es war deine Bewohnerin. Hm. Was ist das bitte? Das müssten wir eigentlich gleichzeitig sprechen, aber das geht gar nicht. Nicht mit Skype-Lag. Soll ich denn reden? Ja, aber maskulin. Ja, red du ihn, aber maskulin. Maskulin? Aber der hat doch ein Weibli... Der ist weiblich angezogen, aber guck dir den mal an. Der hat einen Adonis-Körper. Ich kann doch nicht dunkel. Mach mal. Hallo. Hallo. Also richtig, so richtig tief so. Hallo. So wie du Gamschuh sprechen würdest, wenn du ihn müsstest. Dann werde ich Halsschmerzen haben. Ja, das macht ja nichts. Sind ja nicht meine. Was? Nicht Navi. Gamschuh. So voll die helle Stimme.
Mach du das, ich kann keine männliche Stimme machen, ich bin zu doof dafür. Na, du kannst so ein... Ich will mal eine Frau hören, die so eine richtige übelste Männerstimme probiert. Bitte. Das Sky spackt gerade bei mir rum. Ja, Ausrede. Nein, wirklich! Da steht nur Hallo. Ja, ich weiß, aber zum Beispiel dich höre ich... Egal. Hallo! Okay. Hi. Ich kann's. Ich bin Brandon! Wild of War... Was? Ich bin Wild of War... Mir sind beeindruckende Kräfte zuteil geworden. Aber ich soll mir hier jetzt einen Stimmbruch... Ist ja nicht mein Hals! Du kannst das viel besser als ich. Und dazu traust du es nicht wenigstens. Ja, aber du musst auch mal aus dir rauskommen. Sonst komm ich aus... nein. Nein! Psst! Also, nochmal. Mir sind beeindruckende Kräfte zuteil geworden, als ich mein verzaubertes Schwert hochhielt. Und zwar... Frauenkräfte! Jetzt habe ich einmal im Monat so ein gewisses Problem. Oh, nein. Und sprach... Hey, wir sollten eine passende Tasche dazu suchen. Was? Es gibt keinen Grund, dass nur Frauen auf passende Accessoires achten sollten. Das stimmt doch, oder? Hey, lauft nicht weg, kommt zurück! Und mit diesen Worten wurde ich Branson! 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 Der fähigste Mann in der ganzen Galaxie! Ich wette, der Oktopus könnte ihn kaputt machen. Wow, das ist krass! Ich weiß! Aber diese geheimen Worte funktionieren nur, wenn ich meine Klinge hochhalte. Und ich habe neulich mein verzaubertes Schwert im Bus vergessen. Es muss leider diese eine spezielle Klinge sein. Menno. Wahrscheinlich ist sie jetzt gut geschützt in Schloss Boneface. Knochengesicht? Oha. Dort oder in einer Wüste. Okay. Ja gut, sag sofort irgendwo in der Galaxie. Ich stehe nicht auf Sand. Der bleibt dann immer in den Schuhen. Okay, dann ist ja gut. Immer diese Probleme. Ja, immer diese Leute mit Problemen. Okay, immer aber das jetzt, mit ihnen. Jetzt ist die Frage, wo finden wir unsere diese komische dieses Mumienfragment? Vielleicht hier drin? Gute Nein. Frage. Sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Aber bestimmt nicht hier hinten. Ich glaube nicht, dass es dort ist. Nee, beim alten Opa ist es sicher nicht. Nö. Nö. Außer er hat es vielleicht so und gibt es uns. Und das hat gar nichts zu tun mit diesen anderen Dingern, die da rumstehen. Lass dich nicht unterkriegen, junge Dame. Du hast überall Freunde. Viel Glück. Okay, er hat's. Ich habe überall Freunde. Oh, hi, Bäume. Mumienfragment. Versuch es in einer Pyramide. Nein, eigentlich... In der Wüste habe ich schon eins gefunden und in diesem, in Welt 1 habe ich auch schon was gefunden. Scuttletown soll angeblich noch was, aber Moment, eine Pyramide. Vielleicht ist damit was anderes gemeint. Gibt's hier denn überhaupt eine Pyramide hier drin? Ich glaube nicht. Naja, vielleicht war das ja doch ein kleiner Hinweis. Wir müssen wieder zurück, glaube ich. Oh, warte. Oh, was? Versuch es einer Pyramide. Eine Pyramide, ja, aber... gibt's da eine Pyramide? Es wird da sicherlich in Scuttletown eine Pyramide geben, wenn mir das jemand so sagt. Und dann noch so einen doofen Smiley dahinter macht. Ich meine so einen frechen Smiley. Oder was auch immer, das ist so. Kann ich hier durch? Ja, ich kann da durch, cool. Hä? Hey? Da, 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 da. Oh. Schon gewesen. Mist. Ja toll, immer dieses Hin- und Her-Gewatschel für nix und wieder nix. Das war eigentlich nur ein Witz, aber naja. Nein! Nicht traurig sein! Aber, was war jetzt ein Witz? Jetzt ist die Frage, was war ein Witz? Das kommt ja alles immer erst später an. Stimmt.
Whee! Ja. Egal. Weiter. Ich habe noch viel mehr Lebensenergie, als ich brauche. Mir kann hier nichts passieren. Stell dir vor, du müsstest irgendwann so eine Challenge machen, so Drei-Herzen-Challenge. Eine Drei-Herzen-Challenge? Nö. Und dann mein Megaboss einfach. Nicht in diesem Spiel. Habe ich. Außerdem, ich denke mal, wenn man es einmal durchgespielt hat, wäre es vielleicht noch möglich. Eher als anders. So, ja. Was haben wir hier? Da krabbelt der Mann immer noch in der Mauer. Ist hier vielleicht irgendwo noch was? Stimmt. Hm. Hier hinten? Was ist denn auf der Seite? Oh, soll ich das versuchen? Versuch's mal. Okay, es funktioniert nicht. Ah! Nein, drei Herzen. Ich habe nur Gerüchte über die Piraten. Ich heule und ich heule. Fleischlutscher. Wo soll ich die denn her? Du hast nicht genug Fleischlutscher. Ja, ich habe nicht genug Fleischlutscher. Sogar gar keine. So. Hier komme ich auch nicht rein. Wo soll denn da so eine Statue sein? Das ist voll gemein. Ich hasse diese Spiele, die einem nicht genau sagen, was man tun soll. Ja, da irgendwo ist eine Statue. Jetzt kommt gut klar. Deswegen mag ich auch keine Zelda-Spiele. Die sind meistens auch so. Ja, die finde ich aber irgendwie toller. Also ja, besser. Ellie, wir streamen schon seit 12 Minuten. Punkt. Ja. Aha. Okay. Was für eine Art bin ich? Das hängt von dir ab, boah. Wow. Wow. Geh auf die Straße und guck mal. Meine Lieblingspalme ausgegraben. Ja gut. Ja, ich meine, es ist eine Lieblingspalme. Nicht nur irgendeine Palme, sondern es ist die, von der sich öfter mal... kannst du dich an die Köchin erinnern, die hier lebt? Sie ist auf Reisen gegangen. Ich habe gehört, dass sie berühmt geworden ist. Ein richtiger Star. Warum sollte der arme Baron denn hier eine Basis bauen wollen? Unsere Stadt hat für Fremde nur wenig zu bieten. Aber trotzdem, irgendwo muss doch... Der baut auch nur... Alles kommt auf. Oh, würdest du auch gern zarten Affen essen? Ich würde gern zarten Affen essen. Warum bist du gleich so entsetzt? Es gibt doch keinen Unterschied zwischen Affen und den anderen Tieren, die du jeden Tag isst. Blub, blub. Ja. Okay. Fehlt auf dem Bahnhof? Bahnhof. Nicht Maro. Ich habe also nicht viel gelassen. Nein, hast du nicht. So, ach ja, eine Sache solltest du dir von mir ja noch anhören. Und zwar, eigentlich hatte ich um die Zeit was anderes vor. Mir ist nämlich völlig entfallen, dass wir hier schon mal was geplant hatten. Und zwar, die Zeit, die ich jetzt das hier spiele und nicht weiß, wo ich hin muss, naja... Die hätte ich in den Ace Attorney Anime investieren können.